Wir fangen an mit den Luke-Schuh-Zimmern. Ich habe euch vor 2 Wochen, 3 Wochen, habe ich euch gesagt, schickt mir mal bitte eure Zimmer per Mail. Und ich habe so viele Zimmer zugeschickt bekommen. Mir wurden insgesamt 9723 Leute haben mir ihr Zimmer geschickt. Da haben wir einiges zu reacten, meine lieben Freunde. Ich habe mich halt mega für eure Zimmer mal interessiert, weil ich meine, mein Zimmer, ich kann es euch ja mal zeigen. Ich kann mal hier ein bisschen rauszoomen. That's it. Hier ist nichts spannend. Das ist halt mein Regal. Und das ist auch mein Regal. Summa summarum juckt es aber im Endeffekt niemanden. Wir starten jetzt mit dem ersten Zimmer. Das ist das erste Zimmer, was mir zugeschickt wurde. Wurde mir zugeschickt von der lieben Lynette. Lynette ist 15 Jahre alt und ich finde das Zimmer schön. Ich kann es allerdings nicht bewerten, weil es ist halt ein Mädelzimmer. Ich bin ganz ehrlich, ich verstehe LEDs nicht, ne? Ich verstehe LEDs nicht. Aber es ist sehr, sehr aufgeräumt. Hier bin ich immer völlig überfragt, wenn Leute plötzlich so 3 Fernbedienungen haben. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, du hast den Globus nicht mehr als 3-mal benutzt bisher. Minions-Poster? Ey, das ist ja so lost. Da würde ich wegmachen. Da würde ich ein Poster von mir hinmachen. Lynette, mach mal einen Screenshot. Und häng das dann mal bitte da auf. Lass mal kurz überlegen. Warte kurz. Nochmal gerechnet. Nein. Was ich vorhin sagen wollte, war, dass ich LEDs halt überhaupt nicht feiern im Zimmer. Ja, gut. Also ich find's eigentlich ganz schön. Die Sache ist nur, du bist wirklich sehr farbenverliebt, Lynette, oder? Guck mal hier, blau, braun, hellpink, dunkelpink, grün. Ja, funny. Okay, mach mal weiter. Wie zoome ich denn hier ran? Hiermit? Aha. Also, das Schönste am Zimmer ist das hier. Ach, guck mal, hier ist auch noch ein Smiley. Ja, du könntest aber auf jeden Fall mal ein bisschen aufräumen. Vor allem hier so in der Ecke. Finde ich. Bei meiner Schwester zum Beispiel ist es so, die liebt Unordnung. Die kann nur in Unordnung leben. Die hat sich dann irgendwann mal, hat die sich so ein Zitat rausgeschrieben. Ein Idiot räumt auf, aber ein Genie beherrscht die Unordnung. Oh, Ehre. Dick und doof am Laufen. Er hat meine Pizza. Er guckt hier gerade meine Story. Und er hat hier noch ein Smiley von mir. Fehlt nur noch irgendwo ein Hoodie oder so. Aber wenn er den Smiley-Sticker hat, hat er ja wahrscheinlich auch Merch. Gutes Zimmer, aber ich würde ein bisschen aufräumen. Digga, er hat einfach ein dick und doof Shampoo. Was ist denn bei ihm kaputt, Digga? Es ist halt wieder ein Mädelzimmer. Natürlich, klar. So erkennt man, glaube ich. Ich glaube, Real Talk, ich bin einfach kein LED-Mensch. Ich habe an einer Stelle LEDs in meiner Wohnung und das ist in meinem Bad, unterm Spiegel. So eine kleine, dezente LED-Leuchte. Das ist dann halt aber auch so ein gelbes Licht, wisst ihr, wie ich meine? Hier, das wäre mir zu krass. Die Sache ist auch, hat sie hier noch ein, oder hast du, schaust dir wahrscheinlich gerade zu, hast du hier ein Sofa noch stehen? Wie machst du es sonst, wenn du ein Bett legst mit Fernsehgucken? Ich finde es auch so krass, dass so viele wirklich einen Fernseher im Zimmer haben. Ich musste da richtig für kämpfen, dass ich irgendwie mit 16 einen bekommen habe oder so. Und dann bin ich 2 Jahre später eh ausgezogen. Allerdings ist die Sache gewesen, dass man damals halt auch auf Laptops noch nicht so viel machen konnte. Es gab halt kein Netflix und so weiter und so fort. Da hatte man einen Fernseher wirklich, um Fernsehen zu gucken. Und das ist nicht Video-on-Demand-mäßig, von wegen du konntest selbst entscheiden, wann du was gucken willst, sondern du hast dich wirklich einem strikten, linearen Programm angepasst. Und heutzutage, ey, mir wird ein Laptop sowas von ausreichen. Keine Ahnung. So, seid ihr bereit fürs nächste Zimmer? Das Zimmer wirklich, das ist eins, Alter. Also wenn da ein hübsches Mädel drin wohnt, eine Madison B oder so, ey, ich würde nur bei der chillen. Ey, es ist so schön. Es ist so schön. Das ist für mich ein Zimmer, Digga. Das ist für mich ein unnormal krankes Zimmer. Ist geil, ne? Ist geil. Und da ist nichts mit LEDs. Ich finde, LEDs sind so... Ich weiß nicht, ich bin kein LED-Hater, aber ich glaube, ich bin schon ein LED-Hater. Muss ich nicht verstehen gerade, oder? Das ist so beruhigend, das Zimmer, finde ich. Das ist so richtig schön. Ich vergleiche das Bett hier gerade so in meinem Gedanken mit meinem Bett in Köln, mein erstes Bett. Da hatte ich nämlich auch kein richtiges Geld für ein... Oder was heißt kein Geld? So klar, ich hätte Papa fragen können und so. Aber mein erstes Bett stand auf Dingens. Europaletten. Mein erstes Sofa auch. Ich habe einfach Polster gekauft, habe das auf Europaletten gelegt. Europaletten sind so geil. Klar, man muss immer ein bisschen aufpassen wegen Spinnen und Morsch und Schimmel und keine Ahnung was. Aber das ist so ein richtiges Tumblr-Zimmer. Das passt so richtig in so ein skandinavisches Haus. Wisst ihr, wie ich meine? In sowas, warte. Ein paar Sekunden später. So ein Haus oder so. Das passt so richtig dazu. Oder sowas. So ein Haus auch. Guck mal, so ein Haus und dann irgendwie das hier, das Zimmer... Könnte dann irgendwie das sein. Das passt so richtig. Und das mag ich voll. Das liebe ich. Und sowas ist irgendwie so natürlich. Ich finde, LEDs haben immer sowas mit so Dingen, mit so einer Unnatürlichkeit zu tun. Wisst ihr, wie ich meine? So, nächstes Zimmer. Ich weiß nicht, ob es das Zimmer von einem Jungen oder von einem Mädchen ist. Spielt doch eigentlich nicht zur Sache. Ich weiß. Spielt nicht zur Sache. Tut nicht zur Sache. Bubble. Nee, ist von einem Mädel, oder? Mit Schminktisch und so. Ich weiß es nicht, weil es ist so gestrichen in so einem eher Jungs-Look, finde ich. Und auch so vom Stuhl, Rucksack und so, würde ich eher Junge sagen. Weiß nicht, wer hat es mir denn geschickt? Carlotta, das ist ein Mädchenzimmer, habe ich mir schon gedacht, wegen dem Schminktisch. Wie findet ihr das? Ich finde es sehr, also klar, du musst halt mit dem arbeiten, was du hast als Kind, klar. Aber, also ich
Hätte zum Beispiel einen Schrank hier hingemacht und nicht hier. Kriegst ja die Tür auch gar nicht richtig auf. Ich hätte dein Bett hier hingestellt. Also Bett, dass du hier mit dem Kopf liegst, mit den Füßen hier hin. Sofa hier hin. Hier dann irgendwie Fernseher. Und hier als Schreibtisch hätte ich hier gelassen. Da ist eine Dachschräge. Ach, Carolina schreibt gerade sogar. Ach, chillig. Ja, ja, aber du kannst doch trotzdem einen Schrank hier hinmachen, oder? Weil ob du einen Schrank von der Breite hier hast und der Höhe oder von einer deutlich breiteren Breite, aber dafür nicht allzu hoch, dann kommst du auch deutlich besser ran überall. Dann kannst du halt hier so einen kleinen Schrank hinstellen, dann hast du, weißt du, wenn du hier so einen Schrank hast und der Schrank geht quasi hier dann so weiter, kannst du hier noch was drauflegen, irgendwie Bücher oder so. Hennis schreibt auch, es fehlt das gewisse Extra. Carolina, wir suchen dir jetzt ein gewisses Extra. Komm. Ich habe auch schon was gefunden. Ich gebe dir zwei Sachen zur Auswahl, Carolina, die ich da auf jeden Fall sehe. Also entweder hier kannst du irgendwas aussuchen, am besten alles. Dann hätte das Zimmer auf jeden Fall Charme. Die andere Sache, die ich auf jeden Fall dort sehen würde in deinem Zimmer, dann wäre es halt unnormal heftig. Davon würde ich sogar zwei kaufen und einen vielleicht noch mir schenken. Den sehe ich auch, da bin ich ganz ehrlich. Wie soll ich das bauen? 1700, Dings? Das sind alles einzelne Teile. Ich dachte, das wäre so ein großes. Carolina, bau du mal zusammen den Apparat. Nee, Carolina, also ich finde wirklich in deinem Zimmer so das gewisse Extra fehlt so ein bisschen. Hier so ein fetter Spiegel. Hier ein du hast gar keinen Spiegel, außer diesen kleinen, oder? Oder ist hier ein Spiegel? Ich würde hier, glaube ich, einen großen Spiegel machen. Ein Zimmer wirkt immer größer mit einem Spiegel. Naja, machen wir weiter mit dem nächsten Zimmer. Aua! Wer ist da denn? Wer ist denn? Kennt ihr den? Also, wir bewerten das Zimmer. Wieder ein Mädelszimmer? Ah, ich weiß nicht. Ich will dir nicht zu nahe treten, aber das könnte halt so 1:1 bei RTL gefilmt werden. Also genau so sehen diese Zimmer bei RTL aus oder bei Hilf mir oder so. Genau das sind diese Hilf mir Zimmer. Die kleine 15-jährige Isabel tickt schon mit 3 Jahren Drogen in der Schule. Der einzige Ort, an dem sie sich zurückziehen kann, ist ihr Arbeitsplatz. Doch sie arbeitet hier nicht. Sie verpackt Drogen. Hilf mir. Jung, pleite, verzweifelt. So ein Zimmer ist das. Und dann hier oben auch größer Hartz-IV-YouTuber in ganz Deutschland. Ich würde meinen Schreibtisch gegens Fenster stellen. Und ich würde, wenn der Schrank weg wäre, ich würde hier einen großen Schrank hinstellen. Dann kannst du darin auch diese komischen Heizungsrohre verkleiden. Und hier würde ich einen Schrank hinstellen. Dann hättest du nämlich schon mal Schreibtisch und Schrank in so einer Bucht. Das heißt, das Fenster ist dann so quasi dazwischen. Das ist richtig schön. Da könnte man hier auch so eine Lichterkette drumherum machen. Das wäre ein richtig schöner Arbeitsbereich. Du kannst nach draußen gucken. Du hast neben dir die Schränke, fühlt sich so ein bisschen geborgen. Das finde ich auch immer sehr wichtig. Dann könntest du den Rest quasi machen, wie du möchtest, weil dann hättest du diesen ganzen Bereich schon mal weg und hättest ihn nur hierhin gemacht. Und dann im Winter kommst du so von draußen, von der Wanderung, Füße richtig kalt und dann bam, gegen den Thermostat gegen. Ist doch Wahnsinn. Würde ich direkt so machen. Sofa, finde ich, braucht man nicht. Kommt halt drauf an, wie alt du bist. Wenn du jetzt irgendwie... Alle Leute unter 16 brauchen kein Sofa. Luca, kannst du bitte etwas berichtigen? Carolina, was soll ich denn berichtigen? Habe ich irgendwas Falsches gesagt über dein Zimmer? Oh! Oh! Carolina! Okay, Leute, ich muss ganz kurz ein bisschen unsere Ratschläge für das Zimmer von Carolina müssen wir ein bisschen revidieren, Freunde. Carolina, ich hoffe, wir sind so. Carolina ist 36, also das ist kein Kinderzimmer, in dem Carolina wohnt. Sorry, Carolina, ich hoffe, also ich wollte dir da nicht irgendwie zu nahe treten oder irgendwie so. Ich hoffe, zwischen uns ist alles gut. Ich hatte das gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste nicht, dass, Entschuldigung. You don't have to live.